Priester ist eine Person der katholischen Kirche, die als Vermittler zwischen Menschen und Gott fungiert und für die Gläubigen um Vergebung für ihre Sünden bittet. Dennoch begehen einzelne Priester trotz ihres Amtes abscheuliche Handlungen, die den Glauben so mancher Gemeindemitglieder erschüttern. Der Fall, um den es hier geht, ereignete sich in der Stadt Mistrato in Kolumbien und löste im ganzen Land einen Schock aus. Wie es in den alten Schriften heißt: Es ist nichts verborgen, was nicht offenbar werde, auch nichts Heimliches, was nicht kund werde und zutage trete. Am 15. Februar 2007 ging ein Bauer aus Anserma eine verlassene Straße entlang, die er bevorzugte, um schneller an sein Ziel zu gelangen. Auf seinem Weg bemerkte er zwei verbrannte Leichen am Ufer des Flusses Guatica, in der Nähe der Straße, die von Anserma nach Mistrato führte. Der Reisende war von dem Fund so geschockt, dass er seine Pläne aufgab und sich sofort an die Polizei wendete. Als er zurück auf die Straße kam, sah er ein sich näherndes Auto und winkte dem Fahrer zu, um ihn anzuhalten. Sobald der Bauer dem Fahrer von seinem Fund erzählte, fuhren beide zur Untersuchungsbehörde der Stadt Anserma. Am Geschehensort untersuchten die Ermittler die beiden verbrannten Leichen. Da das Feuer sie jedoch vollständig verbrannte, konnte das Geschlecht der Opfer nicht festgestellt werden. In der Zwischenzeit wurden in der Nähe eine religiöse Halskette und ein Ohrring gefunden. Als die Polizisten die Leichen anhoben, sahen sie darunter wimmelnde Larven. Dies verriet ihnen, dass die Leichen mindestens 48 bis 52 Stunden auf der Erde lagen. Während einer gründlichen Durchsuchung des Geländes fand man nur wenige Meter von den Leichen entfernt ein Teil eines Fotofilms. Die Leichen wurden den Gerichtsmedizinern für eine Autopsie übergeben. Aufgrund der Verbrennungen war es allerdings unmöglich, sie zu identifizieren. Daher wurden einige Knochenfragmente an die forensische Anthropologieabteilung nach Bogotá geschickt. Die Ergebnisse der Analyse zeigten, dass die Knochen einer Frau zwischen 30 und 35 Jahren und einem Mädchen zwischen 5 und 7 Jahren gehörten. Die Frau hatte zwei Schädelverletzungen, insbesondere das Stirnbein war stark beschädigt. Das Kind wies Verletzungen im Hinterhauptbereich des Kopfes auf. Die Leichen konnten zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht identifiziert werden. Einen Tag später gelang es den Spezialisten, das gefundene Filmstück zu entwickeln. Es enthielt vier Bilder. Eins von ihnen zeigte einen Mann, das andere eine junge Frau und die anderen zwei waren Panoramabilder von Landschaften. Doch diese Fotos halfen den Polizeibeamten nicht, denn die Bilder enthielten keine Hinweise auf die Identität der Personen. Eines Morgens, als einer der Ermittler, die an diesem Fall arbeiteten, die Zeitung las, bemerkte er plötzlich einen Artikel mit der Überschrift »Mutter und Tochter werden immer noch vermisst«. Der Artikel berichtete, dass über den Aufenthaltsort der Vermissten seit dem 12. Februar 2007 nichts bekannt war. Es ging um María del Carmen Arango Carmona, 31 Jahre alt, und ihre Tochter María Camila Díaz, 6 Jahre alt, die zuletzt in Mistrato gesehen wurden, als sie José Francei Díaz Toro, den Priester der Gemeinde, besuchten. Die Polizei kontaktierte den Mann, der damals das Verschwinden von Mutter und Tochter bei der Polizei in Pereira gemeldet hatte. Dieser Mann war Héctor Fabio Carmona, der Bruder der verschwundenen Frau. Er konnte die religiöse Halskette, die am Tatort gefunden wurde, sowie den Mann auf einer der Aufnahmen des gefundenen Films identifizieren. Auf dem Bild war Priester José Francei Díaz Toro. Die Ermittler ließen überprüfen, ob die Leichen tatsächlich der vermissten Frau und dem Mädchen gehörten. Das Institut für Gerichtsmedizin bat das Untersuchungsamt der Stadt Anserma, eine DNA-Probe von einem Verwandten der jungen Frau zu entnehmen, um sie an die Abteilung für forensische Genetik zu senden. Dort sollte sie mit der DNA des Opfers abgeglichen werden, um festzustellen, ob die Toten wirklich María Arango und ihre Tochter waren. Das Ergebnis kam im Juni und es stellte sich heraus, dass die Ergebnisse der forensischen Genetik die Vermutungen der Ermittler bestätigten. Die DNA-Proben stammten von María Arango und Camila Díaz, die Ehefrau und Tochter des Pfarrers der Stadtkirche, José Francei Díaz Toro. Seltsamerweise wusste nur Marías Familie von dieser Beziehung.
Nach den Aussagen des Bruders der Verstorbenen besuchten Maria und ihre Tochter am Nachmittag des 7. Februars das Pfarrhaus in Mistrato, wo der Priester arbeitete. Maria und ihre Tochter wohnten aufgrund der heimlichen Beziehung in der Stadt Dos Quebradas und trafen sich mit dem Pfarrer nur alle 15 Tage. Nachdem Gerüchte aufkamen, dass sich eine angebliche Nichte von Díaz Toro im Pfarrhaus niedergelassen hatte, beschloss Maria, von Eifersucht gepackt, den Erzählungen auf den Grund zu gehen. Am 12. Februar 2007 rief Maria verzweifelt und frustriert ihre Familie an und erzählte, dass im Haus der Kirche ein junges Mädchen wohne und dass sie sich am Pfarrer rächen wolle. Seitdem hatte niemand mehr etwas von Maria gehört. Niemand hatte sie gesehen und sie antwortete auch nicht auf die vielen Anrufe ihrer Angehörigen. Die Brüder der jungen Frau suchten den Pfarrer der Mistrato-Kirche persönlich auf, doch José Francais antwortete, dass er Maria nach dem 12. Februar nicht mehr gesehen habe. Es dauerte einige Tage, bis die Familie beschloss, das Verschwinden von Maria und ihrer Tochter den Behörden mitzuteilen. Die Polizei wollte den Pfarrer zunächst nicht als Hauptverdächtigen anerkennen. Aber als den Ermittlern die Vorgeschichte bekannt wurde, wirkte der Pfarrer immer verdächtiger. Maria del Carmen und José Francais lernten sich 1995 kennen, als er Pfarrer einer Kirche in der Gemeinde Buenos Aires im Departement Cauca in Kolumbien war. Maria war damals kaum 19 Jahre alt. Sie wuchs mit ihren 10 Geschwistern in der Gemeinde auf und war die älteste von ihnen. Ihre Mutter war früh verwitwet und die Fürsorge für die Kinder lastete ausschließlich auf ihren Schultern. Das Einkommen der Familie war sehr gering. Marias Kindheit ließ vermuten, dass sie mit ihren Treffen mit dem Pfarrer versuchte, das Fehlen einer Vaterfigur zu kompensieren. Maria war blond, schlank und ein sehr attraktives Mädchen. Da sie täglich die Abendmessen besuchte, bemerkte der Pfarrer sie bald und begann, sich für sie zu interessieren. Bald fingen die beiden an, sich zu treffen, und ihre Verwandten wunderten sich, wie viel Zeit sie in der Kirche verbrachte. Sorgen machten sie sich allerdings nicht, denn Pfarrer mussten ein Keuschheitsgelübde ablegen. Ein Jahr später zog José Francais in die Nachbarschaft Pueblo Rico und bat Maria, mit ihm zu gehen. Dabei wussten beide, dass sie keine Chance hatten, zusammenzuleben. Aus diesem Grund ließ José Maria in der Stadt Pereira wohnen, um sie häufig besuchen zu können. Es schien alles in Ordnung zu sein, doch die Beziehung des Paares begann, sich zu verschlechtern. Die junge Frau wollte einen Mann und eine Familie haben, aber José Francais war nicht bereit, das Priesteramt dafür abzulegen. Infolgedessen musste sich Maria nur einmal pro Woche mit einem Date mit ihrem Geliebten zufrieden geben und ihre Begegnungen sorgfältig vor neugierigen Blicken verstecken. Die Situation war sehr frustrierend für die junge Frau und sie begann zu überlegen, wie sie sie ändern könnte. 4 Jahre später, im Jahr 2001, wurde Maria schwanger und sie bekam die Hoffnung, eine richtige Familie zu gründen. Die Frau hoffte, dass ihr Partner über die Schwangerschaft glücklich sei, doch sie täuschte sich. José Francais wurde verärgert und bat sie, das Kind loszuwerden, da die Schwangerschaft seiner Partnerin ihn in Gefahr brachte, seinen Posten zu verlieren. Maria weigerte sich, eine Abtreibung durchzuführen. In Verzweiflung und Angst, dass jemand von ihrer Beziehung erfahren könnte, brachte José Francais Maria in die Stadt Dos Quebradas, die zum Departement Risaralda gehört. Zu diesem Zeitpunkt begann sich seine Einstellung zu ihr radikal zu ändern. Jetzt fühlte er sich doppelt belastet. Durch Maria und ihr ungeborenes Kind und wusste nicht, was er dagegen tun sollte. Monate vergingen und im Oktober 2002 bekamen Maria del Carmen und José Francais eine Tochter. Sie nannten sie Maria Camila Díaz Arango. Die Versuche des Priesters zu verbergen, dass er seit einigen Jahren eine Liebesbeziehung mit einer Frau hatte, wurden mit der Geburt seiner Tochter umso schwieriger. Seitdem dachte er immer wieder darüber nach, dass er seine Stelle in der Gemeinde verlieren könnte, wenn die Wahrheit ans Tageslicht käme. Der von der heimlichen Beziehung geplagte Pfarrer Díaz Toro versuchte, sich mit anderen Frauen abzulenken und machte sich nachts auf den Weg in die nahegelegenen Städte, um nach neuen Romanzen zu suchen. Begleitet wurde er von dem Totengräber der Gemeinde. Gleichzeitig unternahm Maria den letzten verzweifelten Versuch, eine normale Familie zu gründen. Sie versuchte, ihren Partner unter Druck zu setzen, indem sie ihn drohte, von der Beziehung in der Kirche zu erzählen und ihr Geheimnis zu enthüllen,
falls er sein Pfarramt nicht aufgeben sollte. Die Beziehung verschlechterte sich weiter und José Francés distanzierte sich zunehmend von Maria und ihrer Tochter. Die Frau musste vortäuschen, dass ihr Mann in Spanien lebe und der Priester nur ein Freund der Familie sei, der sie und ihre Tochter auf Wunsch ihres Mannes besuche. Der kleinen Tochter wurde es verboten, José Papa zu nennen. Als jemand sie nach ihrem Vater fragte, antwortete sie überzeugt, dass er in Spanien lebe. All diese Lügen ermüdeten schließlich die junge Mutter, die nur eines wollte: eine richtige Familie. Im Jahr 2005 musste José Francés in eine andere Kirche nach Mistrato ziehen. Zu diesem Zeitpunkt endete seine Beziehung zu Maria, denn Maria del Carmen hatte Gerüchte gehört, dass im Pfarrhaus seine Nichte wohnen solle. Maria wusste genau, was das bedeutete. Entschlossen, die Wahrheit herauszufinden, nahm Maria am 7. Februar 2007 ihre Tochter mit und fuhr mit ihr zum Pfarrhaus nach Mistrato, wo der Pfarrer arbeitete. Doch als sie das Haus betrat, stellte sich heraus, dass es dort kein Mädchen gab. Im Gegenteil, das Haus sah wie ein sauberer, unbewohnter Ort aus. Nach einigen Tagen jedoch entdeckte Maria dort eine Postkarte, die ihrem Partner gewidmet war, sowie ein Foto einer jungen Frau namens Andrea. Das machte Maria wütend, woraufhin sie den Pfarrer konfrontierte. Doch er meinte, dass ihm die Postkarte und das Foto von einem Gemeindemitglied geschickt wurden. Kurz darauf bat José Francés seine Bekannte, Luis Andrea Soto, Maria zu sagen, dass sie ihm die Postkarte als Dank für die gute Beziehung des Pfarrers zu ihr und ihrer Familie geschenkt habe. Maria hörte sich diese Erklärung an, war aber nicht damit zufrieden und suchte weiterhin nach Beweisen für die Untreue ihres Partners. Am 12. Februar entdeckte sie etwas, was sie sehr verärgerte. Es war der Fotofilm, der später von den Ermittlern gefunden wurde, auf dem ein Bild der Frau zu sehen war. Maria verlangte von ihrem Partner wieder eine Erklärung, aber er leugnete weiterhin alles. Sie beschloss, seine Untreue aufzudecken und drohte ihm erneut mit der Enthüllung ihres Geheimnisses. Danach rief sie ihre Familie an und erzählte ausführlich, was passiert war. Dieses Mal offenbarte sie ihre Beziehung zum Pfarrer und verschwand danach. Díaz-Toro selbst sagte, sie habe ihn am Abend dieses Tages verlassen und sei nicht mehr zurückgekehrt. Es dauerte 9 Monate, bis man den wahren Verlauf jener Ereignisse aufdeckte. Entscheidende Hinweise lieferten die Aussagen der Putzfrau aus dem Pfarrhaus, María Eugenia Vergara Cardona. Sie erzählte der Polizei, was sie am Tag nach dem Verschwinden von der Mutter und ihrer Tochter im Haus entdeckte. Eugenia berichtete, dass sie am 12. Februar gegen 16 oder 17 Uhr mit der Reinigung des Hauses fertig war und ging. Als sie am nächsten Tag zur Arbeit zurückkehrte, fand sie weder Maria noch ihre Tochter im Pfarrhaus. Sie bemerkte jedoch etwas, das sofort ihre Aufmerksamkeit erregte. Die Treppe, die vom 2. Stock in die Garage führte, wurde mit Wasser und Reinigungsmittel gewaschen, was ihr sehr seltsam vorkam, da das Waschen der Böden zu ihren Aufgaben gehörte. Als Eugenia das Zimmer im 2. Stock betrat, in dem die kleine Gamila schlafen sollte, sah sie an der Tür, auf dem Boden und an den Wänden des Zimmers etwas, was wie Blutflecken aussah. Die Putzfrau folgte der Spur, die sie in den Flur führte. Die Wände waren überall mit Blutflecken übersät, bis zum 1. Stock, in dem sich die Garage befand. Dort entdeckte die Frau eine große Blutlache und mehrere blutverschmierte schwarze Tüten, Plastikfliesen und Stöcke, die ebenfalls mit Blut befleckt waren. Als Eugenia in den 3. Stock stieg, in dem sich das Schlafzimmer von Díaz-Toro befand, fand sie auch Blut am Geländer der Treppe, die zu diesem Teil des Hauses führte. Weitere verdächtige Entdeckungen machte die Putzfrau auf der Terrasse des Hauses. Dort fand sie Laken, auf denen das Mädchen bis dahin geschlafen hatte. Sie wurden in einem Eimer mit Seifenwasser eingeweicht. Eugenia beschloss, den Pfarrer zu finden, um ihn mit ihren Beobachtungen zu konfrontieren. Die Antwort des Priesters klang sehr verdächtig. Als die Frau ihn fragte, was passiert sei, befahl er ihr nur, alles aufzuräumen. Er sagte, es sei nichts passiert und es sei ihre Aufgabe, aufzuräumen. Als sie zur Arbeit zurückkehrte, bemerkte Eugenia weitere Blutflecken im Waschbecken. Die Situation beunruhigte sie sehr. Dennoch entschied sie sich zu schweigen. Erst als ihr bekannt wurde, dass es der Polizei seit Monaten nicht gelang, Maria und Gamila zu finden, beschloss sie zu reden.
Im Rahmen ihrer Aussage berichtete die Putzfrau des Pfarrhauses, dass sie seit der Ankunft von Maria del Carmen und ihrer Tochter im Haus eine Zeugin für ständige Streitereien zwischen dem Priester und Maria wurde. Eines Tages sah sie den Pfarrer mit zerkratztem Gesicht. Er kam die Treppen herunter und Maria folgte ihm ebenfalls mit Kratzern im Gesicht. Das Bild zeugte von einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Die Putzfrau war beunruhigt, aber sie zog es vor, sich nicht einzumischen. Bald rief José Francais die Putzfrau zu sich und sagte, wenn jemand sie danach fragte, was im Haus passierte, solle sie schweigen. Und wenn ihr Fragen über ihn und Maria gestellt werden, sollte sie sagen, dass alles in Ordnung sei. Eugenia war nicht die einzige Zeugin, die von den Ermittlern befragt wurde. Ein anderer Pfarrer der Kirche in Mistrato, Luis Alberto Bermúdez, erzählte der Polizei, dass er am 12. Februar gegen 21 oder 22 Uhr ins Pfarrhaus zurückkehrte, um ins Bett zu gehen. Dabei sei ihm aufgefallen, dass José Francés Auto in der Garage fehlte und das Licht im Haus brannte. Gegen 2 Uhr morgens stand Luis Alberto auf, um Wasser zu trinken und bemerkte, dass Díaz Toros Auto wieder in der Garage stand und das Licht in seinem Zimmer brannte. Das schien dem Pfarrer ungewöhnlich, denn normalerweise blieb José Francés nicht lange auf und ging pünktlich zu Bett. Nachdem die Putzfrau des Pfarrhauses aussagte, bat die Polizei am 12. November 2007 um einen Durchsuchungsbefehl für das Pfarrhaus und erhielt diesen zusammen mit dem Befehl des Richters, im Haus nach DNA-Spuren zu suchen und sie anschließend in ein Labor zu schicken. Auf dem Gelände des Pfarrhauses setzten die Experten Reagenzien ein, um nach biologischen Beweisen zu suchen und fanden etwas Überraschendes. Im ersten, zweiten und dritten Stock des Hauses befand sich eine große Anzahl von Blutspuren. Es war offensichtlich, dass etwas im Haus passiert war. Am 21. November 2007 verhaftete die Ermittlungsbehörde der Stadt Anserma den damaligen Pfarrer José Francés Díaz Toro im Café eines Parks von Mistrato und beschuldigte ihn, Maria del Carmen Arango und seine eigene Tochter unter grausamen Umständen ermordet zu haben. Nach der Verhaftung wurde der Pfarrer angehört. Er bestritt alles, woraufhin das Gericht ihn für nicht schuldig befand. Und doch wurde beschlossen, José Francés im Gefängnis von Anserma zu belassen, bis die Beweise, die bei der Untersuchung des Hauses gesammelt wurden, abgeglichen werden konnten. Einige Wochen später wurden die Ergebnisse der Laboruntersuchung fertiggestellt. Das Institut für Gerichtsmedizin stellte fest, dass die im Pfarrhaus erhaltenen biologischen Spuren tatsächlich der verstorbenen Maria del Carmen Arango und Maria Camila Díaz, der Partnerin und Tochter von Díaz Toro, gehörten. Im Jahr 2008 begann der Prozess. José Francés bestand weiterhin auf seine Unschuld und dachte, die Justiz würde einen Priester mit Respekt behandeln und ihn freilassen. Er wusste aber nicht von den Beweisen, die ihn belasteten. Während der 5 Anhörungen traten weitere Beweise zutage, die die Aussage der Putzfrau des Pfarrhauses und der Bekannten des Pfarrers Andrea Soto ergänzten. Als José Francés erkannte, dass seine Lage aussichtslos war, stimmte er der vorläufigen Annahme der Anklage zu, was zu einer zweifachen Milderung des vorgesehenen Urteils führte. Mit diesem Wissen willigte er ein, dem Gericht zu sagen, was genau in dieser Nacht passiert war. Die einzige Bedingung war, dass er seine Aussage nicht mündlich, sondern schriftlich in einem Brief abgeben könne, den er in einer Gefängniszelle in Anserma handschriftlich verfassen würde. In diesem Brief erzählte José Francés die ganze schockierende Geschichte, von Beginn seiner Beziehung mit Maria bis zum Mord. Der Auslöser für die tragischen Ereignisse war ihre Ankunft am 7. Februar um 16 Uhr nachmittags bei ihm zu Hause. Seit diesem Tag konnte der Mann keine Ruhe finden. Seine Frau drohte ihm, den Gemeindebewohnern ihr Geheimnis zu verraten, damit sie endlich die Wahrheit über den Pfarrer erfahren würden, der ihnen seine Predigten vorliest. In den folgenden Tagen lief Maria del Carmen zum Verärgernis des Pfarrers rein und raus aus dem Haus, um die Aufmerksamkeit der Gemeindebewohner zu erregen, die erkennen sollten, dass er eine Partnerin und eine Tochter hatte. Und tatsächlich fingen die Mitglieder der Gemeinde an, ihn bald auf die Anwesenheit von Maria und dem Mädchen in seinem Haus anzusprechen. Und er wusste nicht, was er ihnen antworten sollte. Die Beunruhigung von José Francés nahm zu, er fühlte sich bedroht und bemerkte, dass ihn die Gemeinde anders behandelte. Sehnsucht und Angst ergriffen ihn und vor allem hatte er Angst, sein Priesteramt zu verlieren. Der Morgen des 12. Februars 2007 begann bei dem Paar mit einem Skandal.
Maria wurde aggressiv und José Francés konnte die Situation nicht mehr ertragen. Am selben Tag ging er zu einer zweistündigen Messe und verließ sofort nach Ende der Messe die Kirche. An dem Tag, als der Pfarrer sein Geständnis niederschrieb, drehte sich die Kriminalgeschichte um 180 Grad, weil er behauptete, dass er das Verbrechen nicht alleine begangen habe. Seiner Geschichte zufolge bat er den Totengräber Antonio Morales um Hilfe. Dem erzählte er von all seinen Schwierigkeiten und bat ihn, ihm zu helfen, die Frau, die ihn leiden ließ, und seine Tochter aus der Stadt zu verjagen. Der Mann erklärte sich bereit, ihm zu helfen und sagte, er würde am Abend im Pfarrhaus vorbeischauen. Gegen 20 Uhr kam der Totengräber ins Haus und ging in den dritten Stock. Díaz Toro bemerkte eine Ledertasche in seinen Händen, begrüßte ihn und sagte ansonsten kein Wort. In diesem Moment kam Maria del Carmen heraus, um zu sehen, wer reinkam, und Antonio Morales und sie begrüßten einander. Der Pfarrer, der die Situation beobachtete, drehte sich um und ging. Doch plötzlich hörte er einen lauten Schlag und dann fiel jemand die Stufen herunter. Der Totengräber verpasste Maria zwei heftige Schläge auf die Vorderseite des Schädels und das Opfer rollte über die Treppe in den zweiten Stock. Als José Francés kam, sah er Maria del Carmen auf dem Boden liegen. Für einige Sekunden war er wie erstarrt. Dann sah er, dass Antonio Morales in das Zimmer des Mädchens ging, das im zweiten Stock schlief. Kurz darauf hörte er wieder einen Krach. Diesmal schlug der Totengräber die kleine Camila, die auf dem Bauch schlief, von hinten auf den Hals. Als Antonio Morales den Raum verließ, bemerkte der Pfarrer ein Werkzeug in seiner Hand. Es handelte sich um eine Spitzhacke. Entsetzt über das, was passierte, ging José Francés in sein Schlafzimmer, um zu sich zu kommen. Einige Minuten später kam er heraus und sah Antonio, der schwarze Säcke in seinen Händen trug. Die beiden packten die Leichen rein, legten sie in ein Auto, das der Kirchengemeinde gehörte, und fuhren vom Kirchengelände herunter. Sie bogen in Richtung Anserma ab und hielten an einer menschenleeren, verlassenen Straße am Fluss Goatica an. Nachdem sie die Leichen ans Ufer legten, begossen sie sie mit Benzin und zündeten sie mit einem Streichholz an. Die Täter verließen daraufhin den Ort und kehrten nach etwa 5 Stunden Abwesenheit in die Pfarrei zurück, ohne ein einziges Wort zu sagen. Als er das Haus betrat, entfernte José Francés das Blut seiner Partnerin und seiner Tochter. Aber weil er noch unter Schock stand, hinterließ er viele Spuren, die die Putzfrau am nächsten Tag entdeckte. Die neuen Hinweise stimmten perfekt mit den Beweisen überein, die am Tatort gefunden wurden. Dadurch gelang es den Polizisten, den Verlauf wiederherzustellen, der zur Klärung des Geschehens beitrug. Wenige Tage nach der Tat führte der Pfarrer die Messe weiterhin und schien völlig ruhig zu sein. Die Leute sahen ihn nie nervös oder ängstlich, also war die ganze Gemeinschaft schockiert, als sie von dem Verbrechen erfuhr, das er begangen hatte. Im Juni 2008 wurde José Francés Díaz Toro aufgrund eines aufrichtigen Geständnisses zu 23 Jahren Haft verurteilt, obwohl viele das Urteil für sehr mild hielten. Der Fall schien nach der Urteilsverkündung im Rahmen einer vorläufigen Vereinbarung zwischen der Anklage und dem Angeklagten geschlossen zu sein. Das oberste Gericht von Pereira hob diese Entscheidung jedoch auf und entschied, das Verfahren ohne Berücksichtigung mildernder Umstände wieder aufzunehmen. Das Gericht entschied, dass die Anklage und der Richter im Unrecht waren, da sie nicht berücksichtigten, dass das Gesetz 1098 zum Zeitpunkt der Ereignisse bereits in Kraft war, das die Gewährung von mildernden Umständen dem Angeklagten verbietet, wenn das Opfer ein Minderjähriger war. Außerdem verhaftete das Untersuchungsamt der Stadt Anserma am 4. Juli 2008 Antonio Morales Ramírez, den Totengräber der Gemeinde und Komplizen des Pfarrers in der Stadt Mistrato, wegen seiner angeblichen Beteiligung an den Morden. 1 Jahr und 3 Monate später wurde Antonio Morales im Oktober 2009 zu 17 Jahren und 2 Monaten Haft verurteilt, weil er in einem Verbrechen beteiligt war. Im Juli 2010 verurteilten die Richter die katholische Kirche zur Zahlung von 600 Millionen kolumbianischen Pesos an die Angehörigen der Opfer. Schließlich verurteilte das Gericht den Pfarrer am 5. Juli 2013 zu 45 Jahren und 10 Monaten Gefängnis mit Verbüßung seiner Strafe im Gefängnis Manizales in Kolumbien. Es gibt zweifellos nichts Verborgenes, was nicht offenbar werde. Auch nichts Heimliches, was nicht kund werde und zutage trete.
Und nochmal ein Dankeschön an CyberGhost, dem Sponsor unseres heutigen Videos. Über den Link in der Videobeschreibung können Sie mit CyberGhost VPN sicher surfen und auf Geoblocking-Inhalte zurückgreifen und das für nur 2,03 Euro im Monat und mit Geld-Zurück-Garantie. Dieser Fall ereignete sich in Indien. Beena Thomas, bekannt als Schwester Abaya, wurde am 26. Februar 1971 in einer einfachen Familie im Norden des Bezirks Kottayam in Kerala, Indien, geboren. Schon früh zeigte das Mädchen eine große Affinität zur Spiritualität und zum Dienst am Nächsten. Menschen, die ihr nahestanden, beschrieben sie als intelligent, ehrlich, hartnäckig und gewissenhaft in jedem Aspekt ihres Lebens und als selbstlos. Als Teenager konvertierte Beena zum katholischen Glauben und trat der Kongregation des Heiligen Josef bei, die am 3. Juli 1928 gegründet wurde, um Behinderten und Bedürftigen zu helfen. 1999, im Alter von 19 Jahren, trat Beena in den Konvent St. Pius ein und nahm den Namen Abaya an. Das bedeutet Frieden, Ruhe und Furchtlosigkeit. Von Anfang an gewann die junge Novizin den Respekt ihrer Mitnovizen und Korpsleiter. Durch ihre ruhige Art und ihren Arbeitswillen wurde Schwester Abaya zu einer der bekanntesten Frauen des Ortes. Sie war auch bekannt für ihre Liebe zum Lernen. Ihr großer Traum war es, sich so früh wie möglich auf das Studium der katholischen Theologie vorzubereiten. Anfang 1992 war Schwester Abaya Studentin im zweiten Jahr am Bishop's College for Women im Zentrum von Kottayam, das der Mahatma Gandhi Universität der katholischen Kirche angegliedert ist. Die Schwester teilte ihre Zeit zwischen Unterricht, Gebet und Dienst ein. Sie hätte nie gedacht, dass ihr großes Engagement sie eines Tages in den Tod führen und all ihre Träume zunichte machen würde. In der Nacht des 26. März 1992 erzählte Abaya ihrer Zimmergenossin, Schwester Shirley, von ihrer Angst vor einer wichtigen Prüfung, die sie bald im College ablegen sollte. Um den nächsten Tag optimal für die Prüfungsvorbereitung nutzen zu können, bat sie ihre Zimmergenossin, sie vor Sonnenaufgang zu wecken. Gegen 4 Uhr morgens am 27. März, als die Sonne noch ihre Schatten vor die Klostermauern warf, berührte Schwester Shirley Schwester Abaya sanft an der Schulter und weckte sie so, wie sie es sich gewünscht hatte. Abaya erhob sich und ging eilig in den Raum, in dem sie normalerweise lernte. Sie fühlte sich immer noch schläfrig nach einer langen Zeit des Lernens und Betens und beschloss, in die Küche zu gehen, um sich mit kaltem Wasser zu waschen. Schwester Shirley ging schnellen, aber leisen Schrittes, um die anderen Nonnen nicht zu wecken, die um diese Zeit noch schliefen. Auch Schwester Shirley legte sich noch einmal auf das Bett, um sich auszuruhen, bevor sie aufstand und ihren täglichen Pflichten nachging, ohne zu merken, dass sie ihre Nachbarin zum letzten Mal lebend gesehen hatte. Nach Sonnenaufgang bot sich dem Ersten, der die Klosterküche betrat, ein ungewöhnliches Bild. Die Kühlschranktür stand offen und auf dem Boden stand eine Flasche, aus der noch Wasser sprudelte. Neben der Flasche lag ein kleines Beil, das im Kloster normalerweise zum Holzhacken benutzt wurde. Das beunruhigendste Detail, der Schuh einer Frau, wurde unter der Kühlschranktür gefunden. Das Gerücht über den Fund verbreitete sich schnell im Kloster. Eine rasche Überprüfung ergab, dass Schwester Abaya verschwunden war. Die 21-jährige Nonne war auf mysteriöse Weise verschwunden und hatte nur einen Schuh zurückgelassen. Sofort begann die Suche. Bald stellte sich heraus, warum niemand die Schwester gesehen hatte, seit sie ihr Zimmer verlassen hatte. Jemand schaute zufällig in den Wasserbrunnen im Garten und sah auf dem Grund des steinernen Baus etwas, das wie die Leiche von Schwester Abaya aussah. Die Leitung des Klosters wandte sich sofort an die örtliche Polizeistation, um den grausigen Fund zu melden. Mehrere Polizisten trafen ein und versuchten vergeblich, die Leiche aus dem Brunnen zu ziehen. Nach mehreren erfolglosen Versuchen wurde die Feuerwehr gerufen, der es mit Hilfe eines Seilsystems gelang, den verletzten Körper der Schwester an die Oberfläche zu ziehen. Die Obduktion der Leiche durch einen Arzt des Kottayam Medical College ergab große Abschürfungen an der rechten Schulter und am rechten Oberschenkel, die vermutlich durch den Sturz in den Brunnen verursacht worden waren.
Über dem rechten Ohr der Toten befanden sich zwei kleine Risswunden, deren Art unbekannt blieb. Der gerichtsmedizinische Bericht ergab unter anderem, dass an der Leiche der Schwester keine Anzeichen eines sexuellen Übergriffs festgestellt worden konnten. Daher wurde der Fall als Unfalltod durch Sturz und Ertrinken registriert. Die Polizeistation von Kottayam übernahm die Untersuchung der Todesumstände, die sich schließlich als unnatürlich herausstellten. Im ersten Polizeibericht hieß es, der Tod sei auf die freiwillige Entscheidung der Verstorbenen zurückzuführen, in einen Brunnen zu springen. Die offizielle Stellungnahme der Behörden wurde sowohl von den Angehörigen der Schwester als auch von den Bewohnern von Kottayam negativ aufgenommen, die ihre Unzufriedenheit mit der Untersuchung zum Ausdruck brachten. Außerdem waren einige Mitglieder des Klosters davon überzeugt, dass der Tod der Schwester kein tragischer Unfall gewesen sei. Am 31. März 1992 wurde auf Initiative der Familie der verstorbenen Nonne und mit Unterstützung verschiedener Menschenrechtsaktivisten ein Rat gegründet, der darauf drängte, den Fall neu aufzurollen und als Mord zu untersuchen. Einige Wochen später, am 13. April, traf die Kriminalpolizei des Bundesstaates am Tatort ein und nahm neue Ermittlungen auf. Nach 10 Monaten ununterbrochener Arbeit legten die Ermittler dem Gericht am 30. Januar 1993 das gesammelte Material vor. Auch im Abschlussbericht wird die Novizin als Selbstmörderin bezeichnet. Angesichts dieses Ergebnisses legten die Familie des Opfers, Menschenrechtsaktivisten und mehrere Ordensfrauen Beschwerde ein und schrieben an den damaligen indischen Premierminister. In dem Brief hieß es, Schwester Abaya sei ermordet worden und ihr Fall sei nicht ordnungsgemäß untersucht worden. Ein Jahr nach dem Tod von Schwester Abaya trugen die Bemühungen aller, die sich für die Aufklärung der Geschehnisse einsetzten, Früchte. Der Fall wurde neu aufgerollt und an das Central Bureau of Investigation überwiesen. Im Laufe der Ermittlungen tauchten neue Beweise auf. Nach Angaben der CBI-Ermittler waren die Personen, die den Fall in der Anfangsphase bearbeiteten, sehr daran interessiert gewesen, dass der Tod der jungen Nonne von allen als Freitod angesehen wurde. Im Jahr 2007 nahm der Fall eine neue Wendung, als die Polizei einen Hinweis aus unerwarteter Quelle erhielt. Ein ortsansässiger Dieb erzählte den Ermittlern, dass er sich in den frühen Morgenstunden des 27. März 1992 auf das Gelände des Klosters geschlichen hatte, um einige Muttern zu stehlen und Kupferstangen von einem Blitzableiter auf dem Dach des Gebäudes zu entfernen, um sie anschließend zu verkaufen. Seiner Aussage zufolge saß er an einem abgelegenen Ort und wartete auf den richtigen Moment, als er plötzlich 2 erwachsene Priester das Klostergelände betreten sah. Nach einer Weile sah er eine Schwester vorbeigehen. Er sagt, er habe lange beobachtet, was dann geschah. Die Aussage des Diebes stimmte mit einigen Versionen überein, die während der Ermittlungen seit langem kursierten. Demnach waren 2 angesehene Geistliche in den Fall von Schwester Abaya verwickelt, die Patres Thomas Couture und José Puturo Cael. Beide waren Professoren an der Bildungseinrichtung, an der Schwester Abaya studierte. Pater Thomas unterrichtete nicht nur Psychologie, sondern war auch als Kanzler der Diözese Kottayam und als Autor zahlreicher Bücher zu theologischen Themen bekannt. Die Nachricht von seiner mutmaßlichen Verwicklung in den Fall hätte seiner kirchlichen Karriere einen schweren Schlag versetzt und die katholische Kirche, die in jüngster Zeit in eine Reihe von Skandalen verwickelt war, in eine schwere Krise gestürzt. Das CBI ermittelte weiter und schließlich wurde der Name einer dritten mutmaßlichen Tatbeteiligten bekannt. Es handelte sich um Schwester Sefi, einer der Nonnen des Klosters, die zum Zeitpunkt ihres Todes nur wenige Jahre älter als Schwester Abaya war. Im Juli 2007 ermächtigte das Gericht das CBN, die 3 Verdächtigen einem Drogentest zu unterziehen, der international als auch Wahrheitsserum bekannt ist. Bei diesem Verfahren wird der Testperson eine chemische Substanz injiziert, die sie in einen halbbewussten Zustand versetzt, in dem sie alles sagen kann, was ihr durch den Kopf geht. Die Tests wurden am 3. August 2007 durchgeführt, brachten aber keine neuen Erkenntnisse, die zur Klärung der Situation beigetragen hätten. Kurz darauf wurden Umstände bekannt, die auf eine mögliche Fälschung der Testergebnisse hindeuteten. Am 19. November 2008, 16 Jahre nach dem Tod von Schwester Abaya, verhafteten die Behörden die heiligen Väter Thomas und Jose sowie Schwester Sefi. Wenige Tage nach ihrer Verhaftung wurde der stellvertretende Inspektor, der den allerersten Bericht der ersten Untersuchung verfasst hatte, tot aufgefunden.
Die Polizei erklärte, er habe Selbstmord begangen, indem er sich die Pulsadern aufgeschnitten und Gift eingenommen habe. In seinem Abschiedsbrief hieß es, er sei von Beamten des Central Bureau of Investigation unter Druck gesetzt worden. Die CBI-Beamten behaupteten ihrerseits, er sei derjenige gewesen, der Beweise vernichtet und so den Fall in einen Selbstmord verwandelt habe. Den Ermittlungen zufolge betrat Schwester Abaya kurz vor ihrem Tod die Küche, ohne einen Laut von sich zu geben. Sie nahm eine Flasche mit Flüssigkeit aus dem Kühlschrank und ging zum Waschbecken, um sich das Gesicht mit kaltem Wasser zu waschen. In diesem Moment wurde die Schwester Zeugin einer Szene, die sie schockierte. Sie war so schockiert, dass ihr die Plastikflasche aus der Hand glitt und auf den Boden fiel, wobei ein Teil des Inhalts verschüttet wurde. Die junge Novizin war unwissentlich Zeugin einer heimlichen, intimen Begegnung zwischen den bereits erwähnten Priestern und Schwester Sefi geworden. Der Polizeibericht geht davon aus, dass die Priester, als sie Schwester Abaya bemerkten, Angst hatten, dass sie sie verraten würden. Pater Thomas stürzte sich auf die Novizin und klammerte ihren Hals und versuchte, ihr den Mund zuzuhalten. In diesem Moment nahm Schwester Sefi eine Axt, die immer in der Küche lag, und versetzte dem Opfer mehrere scharfe, aber nicht sehr heftige Schläge auf den Kopf. Die Behörden gehen davon aus, dass die Schwester nach diesem Angriff das Bewusstsein verlor und auf dem Küchenboden zusammenbrach. Die Täter trugen die Leiche aus dem Kloster und warfen sie in einen Brunnen. Die genaue Rolle von Pater Jose bei diesem Vorfall ist nicht bekannt, aber es wird vermutet, dass er den anderen bei der Beseitigung der Leiche geholfen hat. Schließlich flohen die Angreifer eilig vom Tatort, ohne zu ahnen, dass sie von jemandem im Hintergrund beobachtet wurden. Der stumme Zeuge des Mordes war kein anderer als der Dieb, der Jahre später die ganze Geschichte erzählte. Die beiden Priester und die Nonne wurden des Mordes und der Vernichtung von Beweismitteln angeklagt. Ein langer und komplizierter Prozess begann. Im März 2018 sprach das Gericht Pater Jose frei, da nicht genügend Beweise gegen ihn vorlagen. Pater Thomas und Schwester Sefi blieben die einzigen Angeklagten. Während des langwierigen Prozesses kamen einige sehr beunruhigende Tatsachen ans Licht, wie die Reparatur des Jungfernhäutchens, der sich die Angeklagte unterzogen hatte, um ihre Unschuld und ihre Jungfräulichkeit zu beweisen. Diese Details kamen dank einer Mappe mit Dokumenten ans Licht, die bestätigten, dass die Operation in einem Klosterkrankenhaus mit Zustimmung der religiösen Autoritäten durchgeführt worden war. Die Akte selbst wurde den Ermittlern angeblich anonym zugespielt. Es ist anzumerken, dass Tests der Jungfräulichkeit der Nonne nicht durchgeführt wurden, da der bloße Gedanke daran die Privatsphäre der Beklagten verletzt hätte. Am 26. August 2019 begann der mit Spannung erwartete Prozess um den Mord an Schwester Abaya. Aufgrund der religiösen und sogar politischen Implikationen des Falls sowie der besonderen Umstände des Todes des Opfers ist der Prozess gegen Pater Thomas und Schwester Sefi zu einer ständigen Schlagzeile in der indischen Presse geworden. Während des laufenden Prozesses änderten fast alle Zeugen der Anklage ihre Aussagen und traten für die Angeklagten ein. Die einzige Person, die sich dem Druck nicht beugte, war der Dieb, der Zeuge des Verbrechens war und bei seiner ursprünglichen Aussage blieb. Am 22. Dezember 2020, auf dem Höhepunkt der Pandemie, 28 Jahre nachdem die Leiche von Schwester Abaya im Klosterbrunnen gefunden wurde, befand das Gericht Pater Thomas Kottor, 69, und Schwester Sefi, 55, des schweren Mordes für schuldig. Die Geistlichen wurden zu lebenslanger Haft und einer Geldstrafe von 500 Millionen Rupien verurteilt. Als Schwester Sefi das Urteil hörte, brach sie in Tränen aus, während Pater Thomas seinen Gesichtsausdruck beibehielt, den er während des gesamten Prozesses gezeigt hatte. Auch die im Gerichtssaal versammelten Nonnen weinten und stürmten nach der Urteilsverkündung auf den Priester und die Schwester zu, um sie zu umarmen. Während der Urteilsverkündung baten die Angeklagten das Gericht um Gnade, weil sie schwer krank waren. Bei Pater Thomas sei Prostatakrebs diagnostiziert worden, Schwester Sefi leide an einer tiefen Venenthrombose. Der Anwalt der Ordensfrau fügte unter anderem hinzu, dass sie sich um ihre alten Eltern kümmern müsse. Das Gericht folgte den Plädoyers der Angeklagten jedoch nicht und verkündete das Urteil nach der Anhörung der Angeklagten. Beim Verlassen des Gerichts erklärte Pater Thomas gegenüber Journalisten, er sei unschuldig. Alles geschehe nach Gottes Plan und er habe nichts zu befürchten. Schwester Sefi beschloss zu schweigen. Leider sind die Eltern von Schwester Abaya, die jahrelang um die Wahrheit gerungen hatten, 2016 verstorben, ohne jemals Gerechtigkeit in diesem Fall erfahren zu haben.
Trotz der Verurteilung war der Fall der Schwester Abaya noch lange nicht abgeschlossen. Im Juni 2022 berichteten indische Medien, dass die Anwälte der Angeklagten gegen das Urteil Berufung einlegen und ihre vorläufige Freilassung auf Kaution bis zur Gerichtsverhandlung durchsetzen konnten. In der Berufungsbegründung der Verteidigung hieß es, der Prozess sei von Unregelmäßigkeiten durchzogen gewesen und das Urteil beruhe auf den Aussagen eines unzuverlässigen Zeugen. Die Freilassung der Hauptverdächtigen im Mordfall einer jungen Nonne hinterlässt einen bitteren Nachgeschmack bei den Angehörigen des Opfers und bei all jenen, die sich für Gerechtigkeit in diesem Fall eingesetzt haben. Mehr als 30 Jahre sind seit jenem frühen Morgen vergangen, an dem Schwester Abaya, die nur davon träumte, anderen zu dienen, unter mysteriösen Umständen ihr Leben verlor. Das letzte Kapitel dieses Falles, der einen Schatten auf die katholische Kirche in Indien geworfen hat, ist noch nicht geschrieben. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch einen Like. Über ein Abo würden wir uns auch sehr freuen. Bis zum nächsten Mal im nächsten Video. Juliana Lisbeth Campoviedo Rodriguez wurde am 21. August 1993 in Ecuador geboren. Zum Zeitpunkt des Vorfalls war die junge Juliana 18 Jahre alt und hatte gerade die Highschool abgeschlossen. Ihr Ziel war es, aufs College zu gehen, wofür sie hart arbeitete und Geld sparte. Ihre Eltern unterstützten sie bei der Eröffnung eines kleinen Lebensmittelstandes im Süden Quitos, ganz in der Nähe ihres Wohnortes. Am 7. Juli 2012 standen Juliana und ihre Mutter wie üblich morgens auf, um zur Arbeit zu gehen. Es war ein Samstag. Sie frühstückten gemeinsam und gingen dann ihrer Arbeit nach. Sie gingen gemeinsam zur Tankstelle und von dort aus zu ihren jeweiligen Arbeitsplätzen. Um 9 Uhr morgens verabschiedeten sie sich und gingen auseinander. 15 Minuten später kam Elizabeth, Julianas Mutter, zu ihrer Arbeit und erhielt in diesem Moment einen Anruf von ihrem Ex-Mann und Julianas Vater. Der Mann erklärte, dass er auf der Arbeit auf seine Tochter wartete, um ihr etwas zu übergeben, aber sie tauchte nicht auf. Elizabeth fand das sehr ungewöhnlich, denn der Weg von der Tankstelle zu Julianas Arbeitsplatz war kurz und dauerte nicht lange. Die Mutter war sehr besorgt über diesen Umstand, denn sie wusste, dass ihre Tochter zur Arbeit gehen wollte und sie verstand wirklich nicht, was ihr in dieser kurzen Zeit zugestoßen sein konnte. Sie und ihr Ex-Mann beschlossen daraufhin, sie anzurufen, aber sie nahm keine der Anrufe entgegen. Nach einer Weile schaltete sich ihr Telefon ganz aus. Daraufhin begannen ihre Eltern, an allen Orten nach ihr zu suchen, an denen sie sich häufig aufhielt, auch in der Kirche, die Juliana regelmäßig besuchte. Aber sie konnte nirgendwo gefunden werden. Aufgrund dieser Situation beschlossen die Eltern, nach mehreren Stunden in Krankenhäusern und Leichenhallen nach ihr zu suchen, aber all ihre Maßnahmen blieben erfolglos. Gegen 7 Uhr abends erhielten Julianas Eltern eine Nachricht, die von ihrem Handy stammte, das offenbar wieder eingeschaltet war. Darin hieß es, dass sie sich ihrer Familie und ihren Lieben entfremden werde, dass sie nicht bei ihnen sein wolle und dass sie nicht gefunden werden wolle. Aber es gab wirklich keinen Grund, warum sie das tun sollte. Und die Nachricht selbst war zusammenhangslos und sehr seltsam geschrieben. Die Verwandten waren nun viel besorgter als zuvor. Sie dachten, Juliana könnte in Gefahr sein. Elizabeth Rodriguez ging zur Polizei, um eine offizielle Anzeige über das Verschwinden ihrer Tochter zu erstatten. Auf dem Polizeirevier erhielt die Frau jedoch gemischte Reaktionen und eine sehr gleichgültige Antwort von dem Polizeibeamten. Sie sagten, sie sei wahrscheinlich weggelaufen, und zwar in Begleitung ihres Freundes. Nach Ansicht der Polizei würde sie wahrscheinlich in ein paar Stunden von selbst nach Hause zurückkehren. Dennoch bestand Elizabeth immer wieder darauf, dass ihre Anzeige angenommen wird. Aber die Polizei sagte, sie solle eine Pause von 48 Stunden abwarten.
Nachdem sie keine Hilfe bekommen hatte, kehrte die Frau wieder nach Hause zurück und begann, die Sachen ihrer Tochter nach Hinweisen zu durchsuchen, die Aufschluss darüber geben könnten, was tatsächlich geschehen war. Die Eltern hofften, dass sie vielleicht einen Abschiedsbrief oder etwas Ähnliches finden würden. Doch sie konnten nichts finden. Es war ein sehr schwieriger Tag und die Familie beschloss, selbst auf die Suche zu gehen. Sie schalteten selbst Anzeigen über das Verschwinden. Sie fühlten sich wie in der Hölle und wussten nicht, was eigentlich passiert war. Außerdem fühlten sie sich sehr unsicher, weil sie merkten, dass die Polizei lieber nichts unternahm. Am Tag nach Julianas Verschwinden, also am Sonntag, weigerte sich die Polizei, eine Anzeige aufzunehmen. Deshalb mussten die Angehörigen bis Montag warten. Erst dann leiteten die örtlichen Behörden das Verfahren ein und ein Staatsanwalt wurde mit dem Fall betraut. Zahlreiche Personen, die der Familie eigentlich helfen sollten, stellten mitunter die absurdesten Theorien auf. Dies galt auch für die Beamten. Der erste Staatsanwalt, der mit dem Fall betraut wurde, sagte zum Beispiel, dass Juliana schwanger sein könnte und nach der Geburt des Kindes nach Hause zurückkehren würde. Ausnahmslos alle waren über diese Äußerungen erstaunt, aber die Angehörigen wollten sie einfach nur finden. Lange vor ihrem Verschwinden, als sie noch ein Kind war, machte ihre Mutter eine sehr schwierige Scheidung durch. Dies veranlasste sie dazu, spirituelle Hilfe zu suchen. Zum Zeitpunkt der Scheidung war Juliana erst etwa 9 Jahre alt. Damals beschloss Elizabeth, eine christliche Kirche zu besuchen, in der sie und ihre Tochter einige Zeit verbrachten. Diese Kirche befand sich im Süden von Quito. Ich möchte daran erinnern, dass Juliana zu dieser Zeit noch ein Kind war. Trotzdem liebte sie alles, was mit Gott zu tun hatte. Sie liebte es zu singen und zu tanzen, war in der Gemeinde sehr aktiv und war bei jeder Veranstaltung der Gemeinde dabei. Juliana ist praktisch in dieser Kirche aufgewachsen, da sie mit ihrer Mutter und ihren Brüdern schon seit langem dort war. Als sie 17 Jahre alt war und die Schule abschloss, erzählte sie ihrer Mutter, dass sie nach Argentinien gehen wollte, um Musik zu studieren. Natürlich erzählte sie auch ihrem geistlichen Leiter und anderen Mitgliedern der Kirchengemeinde von ihren Plänen und ihrem Wunsch, außerhalb ihres Landes weiter zu studieren. Julianas Familie unterstützte ihre Entscheidung und sie beschlossen, dass sie nach Argentinien gehen konnte, wenn sie 18 Jahre alt war. Aber genau zu diesem Zeitpunkt begannen die Dinge innerhalb der Kirche seltsam zu werden und Elizabeth und ihre Tochter beschlossen, die Kirche zu verlassen. Dies geschah einige Zeit vor Julianas Verschwinden. Der Grund für diese Entscheidung war, dass die Kirche begann, zu viel Geld zu verlangen. Außerdem war nicht klar, wohin die Gelder flossen. Überhaupt fielen Elizabeth viele seltsame Dinge in der Kirche auf, vor allem was die finanziellen Angelegenheiten betraf. Aber das waren nicht die einzigen Umstände, die die Frau und ihre Tochter dazu zwangen, die Gemeinde zu verlassen. Es stellte sich heraus, dass der Sohn von Julianas Pfarrer eine Art von Interesse an ihr zu zeigen begann, das ihr gar nicht gefiel. Zunächst dachte Elizabeth, es handele sich nur um einen Flirt, doch später erfuhr sie, dass ein Priester namens Jonathan Carrillo begonnen hatte, mit ihrer Tochter zu kommunizieren und ihr mitzuteilen, dass er Offenbarungen von Gott für sie habe. Genauer gesagt betrafen diese Offenbarungen angeblich Julianas Leben. Sie bezogen sich auf Entscheidungen, die sie zu treffen hatte. Im Wesentlichen bezogen sich diese Worte auf die Tatsache, dass sie einen Priester heiraten sollte. Als Juliana all diese Dinge hörte, bekam sie langsam Angst. Schließlich teilte sie diese Worte ihrer Mutter mit. Vielleicht kamen sie deshalb zu dem Entschluss, dass sie die Kirche verlassen sollten, denn Elizabeth war der Meinung, dass sie ihr auch als Mutter nicht vorschreiben sollte, wen sie heiraten sollte. Ihrer Meinung nach war es allein ihre Entscheidung. Deshalb verletzte es sie, dass ein Priester dies tat. Mitten in den Ermittlungen beschließt die Familie schließlich herauszufinden, was genau auf Julianas Social-Media-Seite zu finden war. Einer der Brüder kannte das Passwort für ihr Konto. Dadurch konnte sich die Familie auf der Seite einloggen und nach Unterhaltungen suchen, die möglicherweise interessante Informationen enthielten. Zum Beispiel, ob sie wirklich einen Freund hatte. Vielleicht hatte sie wirklich beschlossen, mit ihm wegzulaufen. Mit anderen Worten, sie hofften einfach, auf diese Weise die Situation klären zu können. Als sie sich alle Dialoge ansahen, stellten sie fest, dass es nur eine Korrespondenz gab, die viel mehr Aufmerksamkeit auf sich zog als die anderen. Nach der Analyse dieses Gesprächs kamen sie zu dem Schluss, dass Juliana eine Woche vor ihrem Verschwinden eine Freundschaftsanfrage erhalten hatte.
Bei dem Absender handelte es sich angeblich um einen Priester, der jedoch Psychologe war und Julian Solano hieß. Seltsamerweise war er ein Freund eines anderen Priesters, nämlich Jonathan, aus der Kirche, die Juliana und ihre Mutter früher besucht hatten. Aus dem Gespräch, das die Verwandten der Vermissten mitlesen konnten, ging hervor, dass dieser Priester mit ihr Kontakt aufgenommen hatte, angeblich um ihr bei ihrer Entscheidung zu helfen. Er wusste, dass sie die Kirche verlassen hatte und erwähnte auch wiederholt Jonathan, der sich angeblich große Sorgen um Juliana machte und wollte, dass sie in die Gemeinschaft zurückkehrte. Der Priester begann also, ihr verschiedene Ratschläge zu erteilen, wobei er hauptsächlich Worte aus der Bibel verwendete, damit sie die beste Entscheidung für sich selbst treffen würde. Doch irgendwann nimmt das Gespräch eine ganz andere Wendung. Man könnte es sogar als aggressiv bezeichnen, aber nicht wegen der Unhöflichkeit und der Drohungen, sondern weil dieser Priesterpsychologe anfing, verschiedene biblische Haltungen zu verwenden und so versuchte, die Situation und Julianas Entscheidung zu kontrollieren. Er sagte, wenn sie die Kirche endgültig verlasse, wenn sie den Offenbarungen des Herrn nicht gehorche, könne sie in große Schwierigkeiten geraten. Seiner Meinung nach könnten sie sogar ihr Leben beeinflussen. In diesen Gesprächen wurde versucht, Juliana einer Gehirnwäsche zu unterziehen und am Ende war sie natürlich verängstigt von all dem. Aus welchen Gründen auch immer entschied sich Juliana jedoch, ihren Angehörigen nichts von diesen Drohungen zu erzählen. Interessant ist auch, dass in dem Moment, als die Behörden Julianas Verschwinden meldeten, genau dieser Priesterpsychologe Julian seine Social-Media-Seite sperrte. Die Familie dachte sofort, dass diese Konversation zwischen den beiden seltsam war und dass sie vielleicht bei den Ermittlungen nützlich sein könnte. Also verlangte die Familie, dass die Behörden diesen angeblichen Psychologen sowie einen anderen Priester der Kirche, die sie zuvor besucht hatten, ausfindig machen. Als Julianas Eltern dies verlangten, ging die Polizei leider nicht auf ihre Vermutungen ein. Daher nahm sie die Angelegenheit erst einige Zeit später wieder auf. Viele Monate nach Julianas Verschwinden gab der Priester Jonathan seine Aussage ab, aber die Angehörigen bekamen sie erst am nächsten Tag zu sehen. Sie waren sehr überrascht über die Aussagen des Priesters. Seinen Aussagen zufolge war Juliana süchtig und hatte Probleme. Dies sei nur möglich gewesen, weil sie sich von der Kirche entfremdet habe. Angeblich versuchten Mitglieder der Gemeinde sogar, Juliana und ihrer Mutter zu helfen, aber irgendwann gerieten die Dinge außer Kontrolle. So vergingen zwei weitere lange Jahre. Die Familie versuchte immer noch, den Fall aufzuklären. Elizabeth bestand darauf, dass die Behörden die E-Mail-Adresse desselben Psychologen herausfinden, aber niemand machte sich die Mühe, danach zu fragen. Inzwischen vergingen weitere 4 Jahre. Julianas Angehörige fühlten sich bereits gedemütigt, müde und völlig allein in diesem Fall. Vor allem, weil die Polizeibeamten, die an den Ermittlungen beteiligt waren, einfach keine Informationen mehr über den Fortgang der Ermittlungen weitergaben. Ganz zu schweigen davon, dass sie sich weigerten, verschiedene mysteriöse Fakten zu untersuchen, die nach Ansicht der Angehörigen in direktem Zusammenhang mit ihrem Verschwinden standen. So fiel Julianas Fall in ein juristisches Vakuum. Denn um wegen einer Straftat nach dem Strafgesetzbuch belangt zu werden, musste sie tot oder lebendig aufgefunden werden. Aber der Hinweis, der Licht in den Fall brachte, wurde gefunden, als die neue Staatsanwältin die Akten des Falles in die Hand bekam und begann, Julianas Anrufliste zu analysieren. Zwar hatten dies schon andere Polizeibeamte vor ihr getan, aber keiner von ihnen hatte dem zuvor viel Aufmerksamkeit geschenkt. Es stellte sich heraus, dass die Liste IP-Adressen enthielt. Jedes Telefon hatte sowohl eine ID als auch einen Chip. Es gab mehrere Anrufe von Juliana auf der Liste und alle hatten ihren Chip und ihre IP-Adresse. Julianas letzte Nachricht, in der sie ihre Eltern bat, nicht nach ihr zu suchen, wurde ebenfalls von ihrer SIM-Karte ausgeschickt. Doch wurde dafür ein anderes Mobiltelefon verwendet. Mit anderen Worten, jemand nahm Julianas SIM-Karte aus ihrem Mobiltelefon und steckte sie in ein anderes Gerät. Von diesem Gerät aus wurde dann die Nachricht verschickt. Auf der Grundlage dieser Fakten ordnete die neue Staatsanwältin an, den Eigentümer des Telefons zu ermitteln, von dem aus die Nachricht verschickt wurde. Sie beantragte außerdem einen Durchsuchungsbefehl für das Haus eines uns bereits bekannten Priesters namens Jonathan. Ihrer Meinung nach könnte sich das Telefon, von dem aus die Nachricht an die Eltern der vermissten Frau gesendet wurde, in diesem Haus befinden. Es sollte jedoch klargestellt werden, dass zu diesem Zeitpunkt bereits eine ziemlich lange Zeit vergangen war.
Daher gab es wenig Hoffnung, dass die Behörden Beweise finden würden. Und das Telefon hätte entsorgt werden können. Dennoch durchsuchten die Polizeibeamten buchstäblich jeden Winkel des Hauses und fanden eine Kiste mit mehreren alten Mobiltelefonen. Sie konnten auch auf die Anruf- und Nachrichtenhistorie zugreifen, die von diesen Telefonen gesendet worden war. Mehrere Zettel mit ausgehenden Anrufen befanden sich in der gleichen Kiste wie die Mobiltelefone selbst. Es ist nicht bekannt, warum der Mann Informationen über seine eigenen Anrufe aufbewahrt hat. Dennoch wurden alle diese Gegenstände zur Untersuchung an das Labor geschickt. Als die ersten Untersuchungsergebnisse vorlagen, wurde bekannt, dass die IP-Adresse eines der Telefone mit den Daten des Geräts übereinstimmte, von denen aus Julianas letzte Nachricht verschickt worden war. So beschloss die mit dem Fall betraute Staatsanwältin auch, alle Aussagen zu untersuchen, die Jonathan zuvor gegenüber den vorherigen Staatsanwälten gemacht hatte. Sie beschloss, alle Antworten des Mannes zu analysieren, damit sie ihre eigenen Fragen vorbereiten und versuchen konnte, neue Antworten zu erhalten. Wenn er anders antwortete als zuvor, würde das eindeutig bedeuten, dass etwas nicht stimmte. Wenn er sich in seinen eigenen Antworten widersprach, war er auf jeden Fall am Haken. Daraufhin befragte die Staatsanwältin den Mann und in seinen Antworten wurden gleich 8 offensichtliche Widersprüche festgestellt. In seiner ersten Aussage bestritt Jonathan, dass er ein gefälschtes Social-Media-Profil erstellt hatte, um weiterhin mit Juliana zu kommunizieren. Er sagte, dass es tatsächlich einen Priesterpsychologen gab, der ihm half, Juliana zu überzeugen und sie in ihren Entscheidungen umzustimmen. Doch nun stellte sich heraus, dass der Verdächtige zugegeben hat, dass er das Profil einer fiktiven Person benutzt hat. So konnten die Experten nachweisen, dass der Account von niemandem anderen als Jonathan selbst erstellt wurde. Außerdem erklärte der Priester, dass er nicht versucht habe, psychologische und emotionalen Druck auf Juliana auszuüben. Ein an der Untersuchung beteiligter Psychologe analysierte den Fall jedoch und stellte fest, dass der Priester tatsächlich die Gedanken manipuliert hatte. Zu dieser Schlussfolgerung gelangte er, als er sich den Schriftverkehr zwischen Jonathan und Juliana genau ansah. Nach Ansicht des Psychologen hat der Mann also tatsächlich bewusst verschiedene biblische Einstellungen benutzt, um sie zu manipulieren. Ein weiterer Widerspruch war das Eingeständnis des Verdächtigen, dass er Juliana am Tag ihres Verschwindens gesehen hatte. Tatsächlich hatte er diese Tatsache zuvor geleugnet. Jonathan beschloss außerdem, bei den Ermittlungen zu kooperieren, allerdings nur, um seine mögliche Strafe zu verringern, falls er schließlich wegen des Verbrechens angeklagt wird. Diesmal behauptete er habe sie einige Zeit vor ihrem Verschwinden gesehen und sogar mit ihr gesprochen. In dem Moment, in dem sie sich unterhielten, geriet das Gespräch jedoch außer Kontrolle und sie stürzte. Infolge des Sturzes sei sie angeblich gestorben. Nach der Analyse der Worte des Mannes konnten verschiedene Experten feststellen, dass Juliana bei dem Sturz nicht so schwer verletzt worden sein kann. Zumindest hätte die Art des Sturzes, die der Verdächtige beschrieb, nur leichte Prellungen zur Folge haben können und nicht mehr. Somit konnte festgestellt werden, dass die früheren Versionen der Zeugenaussagen fast vollständig falsch waren. Ein weiterer entscheidender Widerspruch in der Aussage des Priesters bestand darin, dass Jonathan sagte, er könne den Kontext der Gespräche mit Juliana nicht preisgeben, da sie überwiegend zum Zeitpunkt der Beichte stattfanden. Natürlich wussten die Strafverfolgungsbeamten, dass man in den Kirchen tatsächlich die Möglichkeit hat, einem Priester zu beichten und dass dieser nicht preisgeben kann, was jemand gesagt hat. Mit anderen Worten, die Religion verbot es den Geistlichen, dies zu tun. Als die Polizei jedoch andere Priester befragte, stellte sich heraus, dass in der Kirche, der Jonathan selbst angehörte, nicht gebeichtet wurde. Die Aussage des Mannes könnte also falsch gewesen sein. Als Jonathan in der Vergangenheit vor den Ermittlern aussagte, sagte er, dass er am Tag nach Julianas Verschwinden wie üblich zu seinem Gottesdienst gegangen sei. Aber die Staatsanwälte konnten herausfinden, dass dies nicht stimmte. Das heißt, er hat das Video gefälscht und ist an diesem Tag gar nicht in der Kirche aufgetaucht. In seiner letzten Aussage gab Jonathan jedoch auch an, dass er nicht von Juliana besessen war, aber bei einer Hausdurchsuchung wurden etwa 200 Bilder von ihr gefunden. Schließlich gab der Mann in seiner letzten Aussage auch zu, dass er Julianas Leiche in einer Schlucht im Norden von Quito versteckt hatte. Doch als Experten nach der Leiche suchten, wurden die Überreste nie gefunden. Der Verdächtige hat also einmal mehr versucht, die Strafverfolgungsbehörden zu täuschen.
In den Jahren 2018-2019, als die Staatsanwältin sich wirklich intensiv mit dem Fall befasste, gelang es ihr schließlich, die Wahrheit herauszufinden. Jonathan war für Julianas Verschwinden verantwortlich und deshalb beantragte die Staatsanwaltschaft am 30. November 2018, die Anklage gegen den Mann zu überprüfen. Außerdem gestand der Priester schließlich selbst, dass er Juliana entführt hatte. Doch dann machte er von seinem Recht zu schweigen Gebrauch. In Ecuador gibt es ein Gesetz, das es dem Verdächtigen erlaubt, sich nicht zu dem Fall zu äußern. Wahrscheinlich rieten ihm seine Anwälte, nur das zu gestehen, was die Staatsanwaltschaft bereits selbst herausgefunden hatte. Das heißt, wenn bereits bekannt war, dass er sie entführt hatte, wäre es für ihn besser gewesen, nichts davon zu wissen und damit möglicherweise seine Strafe zu verringern. Gleichzeitig hätte er keine weiteren Informationen weitergeben dürfen, da dies die Situation hätte verschlimmern können. Die Staatsanwaltschaft konnte also nur feststellen, dass der Priester Juliana entführt hat und dass das junge Mädchen infolge eines möglichen Widerstandes gestorben ist. Ob es körperliche Aggressionen von Seiten des Mannes gegeben hatte, ob er sie tatsächlich angegriffen hatte, ob er sie geschlagen hatte, was tatsächlich passiert war und wo sich die Leiche des Opfers befand. Nichts davon war bekannt, da Jonathan über nichts weiteres sprechen wollte. Die Verhandlung wurde für den 3. Juli 2019 angesetzt. Nach 7 langen Jahren des ständigen Kampfes der Familie wurde Jonathan schließlich zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt. Die Leiche wurde jedoch bis heute nicht gefunden. Julianas Familie war der Meinung, dass dieses Urteil nur teilweise gerecht war, da man nicht wirklich wusste, was das Opfer durchgemacht hat. Ob sie noch lebte oder nicht, blieb ein Geheimnis, da der verurteilte Priester schwieg. Andere Beweise zeigten, dass der Priester sie ständig manipulierte. Er missbrauchte sie und verletzte ihre physische und psychische Integrität. Einer der größten Fehler wurde zu Beginn der Ermittlungen gemacht. Staatsanwälte und Polizeibeamte arbeiteten nicht so, wie es von ihnen erwartet wurde. In einer seiner Aussagen sagte der ehemalige Staatsanwalt, dass er als religiöser Mensch einfach keine umfassenden Ermittlungen gegen Geistliche führen konnte, weil er davon ausging, dass sie aufgrund ihrer Spiritualität nichts mit solchen Verbrechen zu tun haben könnten. Doch wie die Praxis zeigt, spielte es keine Rolle, welcher Religion die Menschen angehörten, insbesondere wenn sie eines Verbrechens verdächtigt wurden. Sie hätten auf jeden Fall einer vollständigen Untersuchung und einem Prozess durch die Strafverfolgungsbehörden unterzogen werden müssen, genau wie jede andere Person, sei es ein Priester, ein Anwalt oder ein Präsident. Es spielt keine Rolle, welchen Status man in der Gesellschaft hat, wenn die Strafverfolgungsbehörden einen Verdacht gegen einen hegen. Außerdem war Jonathan ein Mensch, wie jeder andere auch. Genau wie der Rest von uns. Und wenn ich der Staatsanwalt wäre, wäre es nicht richtig, ein Verfahren gegen ihn abzulehnen, nur weil er dachte, dass ein Mann aufgrund seines Status als Priester kein Verbrechen begehen und generell ein schlechter Mensch sein könnte. Vielleicht liegt es an den Leuten wie Jonathan, dass die Menschen in seinem Umfeld immer weniger Vertrauen in die Kirche haben. Denn es ist bereits offensichtlich, dass einige Gesetzesbrecher sich mit der Bibel und dem Glauben zu schmücken pflegen, um die Gedanken anderer zu manipulieren. Aus diesem Grund sollten alle Gläubigen vorsichtig sein. Es ist auch entsetzlich, dass einige Polizeibeamte den Schmerz und die Spekulationen der Angehörigen verspotteten, indem sie zum Beispiel behaupteten, das Opfer sei schwanger und mit ihrem Freund weggelaufen. Dabei konnten sie es nicht einmal beweisen. Ich hoffe, dass die Polizei in naher Zukunft in der Lage sein wird, die Wahrheit darüber herauszufinden, was wirklich mit Juliana geschehen ist, einer jungen Frau, die ihr ganzes Leben noch vor sich hatte. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch einen Like. Über ein Abo würden wir uns auch sehr freuen. Bis zum nächsten Mal im nächsten Video. Diese Kriminalgeschichte spielt sich in der Kolonie Miguel Hidalgo in der Gemeinde Tlalpan in Mexiko ab. Dort war der Protagonist des Verbrechens Francisco Bautista Ávalos, Pfarrer der Kirche Cristo Salvador. In dieser Funktion nahm er an zahlreichen Aktivitäten der Kirche teil. Seit seiner Ankunft in der Gemeinde im Jahr 2004 genoss der Priester hohes Ansehen und wurde von seinen Kollegen und der Gemeinde sehr geschätzt. Hätte die Stadt, in der er lebte, nicht schon den Namen Miguel Hidalgos getragen, des Mannes, der in der ersten Phase des mexikanischen Unabhängigkeitskrieges kämpfte, hätte man sie sicher nach ihm umbenannt.
Die Kolonie war schon immer für die Qualität ihrer Dienstleistungen und ihrer Bildung bekannt. Außerdem gab es dort verschiedene gut entwickelte Handelstätigkeiten, was bedeutete, dass die einfachen Leute eine feste Arbeit und die Mittel für ein normales Leben hatten. Fast jede Woche kam eine große Zahl von Menschen aus verschiedenen sozialen Schichten, von einfachen Arbeitern bis hin zu Vertretern aller möglichen Eliten. Viele von ihnen suchten mit allen Mitteln die Begegnung mit Pater Francisco, dem man eine unglaubliche Heilkraft an Leib und Seele nachsagte. Auf einer der Hauptstraßen sah man oft lange Schlangen von Gläubigen jeden Alters. Sie alle bewegten sich langsam auf die Kirche zu. Dieses Phänomen war besonders montags, donnerstags und freitags zu beobachten. An allen drei Tagen sah man in der Nähe der Pfarrkirche Mütter und Väter mit ihren Kindern, die Bilder ihrer Angehörigen trugen, deren Schicksal durch verschiedene Schwierigkeiten, seien es gesundheitliche Probleme oder eine Form von Sucht, beeinträchtigt worden war. Besondere Aufmerksamkeit verdienten auch die wenigen Fälle von Menschen, die nach Angaben ihrer Angehörigen von Dämonen oder bösen Geistern besessen waren. Pater Francisco war vor allem für seine Fähigkeit, Menschen zu heilen und für seine seltenen und außergewöhnlichen Exorzismen bekannt. Dank dieser Berühmtheit wurde er, wie einige andere Priester auch, unerwartet regelmäßiger Gast in verschiedenen Fernsehsendungen über unnatürliche Phänomene. Außerdem veröffentlichte er in Zusammenarbeit mit anderen Geistlichen mehrere Bücher. Das vielleicht bekannteste davon trägt den Titel »Psalmen und Gebete für die Heilung der Seele«. All diese Aktivitäten des Priesters trugen sicherlich zu seinem Ansehen und seiner Popularität bei. Darüber hinaus zeigten diese seltenen Zeremonien, die es irgendwie auf die Fernsehbildschirme schafften, dass er ein unglaublich mächtiger Mann war. Die Rituale selbst waren übrigens recht häufig. Der Ort des Geschehens war in der Regel ein ganzer Kirchhof und die Rituale selbst wurden mit einer ziemlich großen Anzahl von Gemeindemitgliedern durchgeführt. Der eine oder andere, der in den Tempel kam, um sein Leid zu klagen, wandte sich an Pater Francisco, der seinerseits aufmerksam zuhörte und das Gebet vorlas. Die Dauer dieser Handlungen variierte, je nach Schwere des Falles. Bei Bedarf wandte der Priester seinen Kopf leicht von der Gemeinde ab und richtete seinen Blick auf seine persönliche geistliche Assistentin, um sie zu bitten, ihm die Öle zu reichen. Mit diesen Ölen bestrich er die Köpfe der Gläubigen in der letzten Phase des Empfangs. Die geistliche Assistentin des Heiligen Vaters hieß Chia. Sie war eine Frau von 60 Jahren. Man sagt, dass ihre Anwesenheit bei den Zeremonien von Francisco obligatorisch und unveränderlich war. Es wird erzählt, dass der Priester entdeckte, dass Chia eine besondere Gabe besaß, ohne dass sie selbst sich dessen bewusst war. Aus diesem Grund war sie buchstäblich sein Schatten, vor allem bei Heilungszeremonien und Exorzismen. Sie selbst wohnte in der Nähe der Kirche und verkaufte neben ihrer Haupttätigkeit zusammen mit ihrem Mann verschiedene religiöse Gegenstände. Bevor Pater Francisco Rektor der Christus Salvador Kirche wurde, war er für die Pfarrei Maria Reina zuständig. Diese befand sich ganz in der Nähe und war der Ort, an dem der Nationalheld Miguel Hidalgo verehrt wurde. Schon damals war der Priester für seine erstaunlichen Exorzismusrituale bekannt. Es heißt, er habe diese Fähigkeit direkt vom Vatikan erlernt. Auch an Nichtfeiertagen war die Kirche von Cristo Salvador gut besucht. Die Gottesdienste begannen meist sehr früh am Morgen. Pater Francisco empfing die Kranken und Gebrochenen, die ab 7 Uhr morgens zur Messe kamen, und beendete sie erst, nachdem er jedem Gläubigen die Stirn mit Öl gesalbt hatte, um ihn zu heilen. Erwähnenswert ist auch, dass sich der vielseitige religiöse Führer nicht nur seinen kirchlichen Pflichten widmete, sondern sich auch in verschiedenen öffentlichen Angelegenheiten engagierte. Oft begleitete er die Gemeinde zu verschiedenen Festen und Sportveranstaltungen, wo es seine Aufgabe war, den Menschen vom Glauben zu erzählen. Wie schon gesagt, genoss er die aufrichtige Bewunderung und Achtung der Gemeinde. Sie ließen keine Gelegenheit aus, ihm für seine Arbeiten und sein Engagement in der Gemeinde zu danken. Darüber hinaus trug er wie eine öffentliche oder politische Persönlichkeit zur Verschönerung der Gemeinde selbst bei und förderte die Entwicklung von Freizeit und Sport.
einige Gemeindemitglieder glaubten, dass dieser Mann eine Art Inkarnation eines Heiligen war. Deshalb folgten sie alle Pater Francisco mit unerschütterlichem und bedingungslosem Glauben und waren hundertprozentig von der Reinheit seiner Absichten überzeugt. Zu denen, die der Figur von Pater Francisco folgten, gehörte auch unser zweiter Held, ein kleiner Junge aus der Gemeinde. Mit der Zeit wurde er sogar die rechte Hand des Pfarrers und half ihm bei verschiedenen Aufgaben im Zusammenhang mit kirchlichen Angelegenheiten. Der Name des jungen Mannes war Leonardo Avendaño, obwohl er von seinem Verwandten liebevoll Leo genannt wurde. Er wurde in einer traditionellen Familie in Mexiko geboren. Seine unbeschwerte Kindheit verbrachte er unter der sorgfältigen Aufsicht seiner Eltern und eines älteren Bruders namens Josué Avendaño. Leonardo hat immer gern gelernt und sich neues Wissen angeeignet. Von Kindheit an war er ein äußerst intelligenter, höflicher und freundlicher Mensch. Vor allem gegenüber anderen Menschen. Schon in jungen Jahren beschloss Leo, Priester zu werden und sein Leben den Menschen zu widmen. Nach dem Abitur begann er ein Theologiestudium an der sogenannten Interkontinentalen Universität. Nach dem Abschluss entschied er sich für ein weiteres Studium, diesmal mit dem Schwerpunkt Psychoanalyse. Gleichzeitig begann er als Missionar und Evangelist zu arbeiten. Trotz seines relativ jungen Alters hatte er eine klare religiöse Haltung, die er auch in seinen Social-Media-Accounts zum Ausdruck brachte. In seinen Beiträgen drückte er oft sowohl seine Ideen zur Entwicklung der Kirche als auch seine Ablehnung bestimmter Aspekte der Gemeinschaft aus. Wie viele junge Menschen liebte Leo das Reisen von ganzem Herzen. So konnte er in kurzer Zeit sowohl sein Heimatland Mexiko als auch mehrere andere Länder bereisen. Wie Sie und ich bereits wissen, kreuzen sich irgendwann die Wege von Leonardo und Pater Francisco. Das soll im Jahr 2012 gewesen sein und hat sie einander näher gebracht. Außerdem kannte der angesehene Geistliche Leonardos Familie. Im Jahr 2015 wurde die Verbindung noch enger und der junge Mann wurde schließlich Diakon seines Mentors. So war Leo fast immer in der Nähe von Pater Francisco und half ihm in der Gemeinde. Da sie sich sehr nahe standen und eine enge Gemeinschaft pflegten, war es üblich, dass sie sich abends zu privaten Treffen verabredeten. Oft dauerten diese Treffen bis in die frühen Morgenstunden. Manche vermuten sogar, dass die beiden Geistlichen nicht nur eine berufliche, sondern auch eine persönliche Beziehung hatten, aber das war nur eine Vermutung. Das letzte Mal, dass Leonardos großer Bruder von ihm hörte, war am Dienstag, dem 11. Juni 2019. Wie üblich trafen sich der junge Diakon und Pater Francisco, um einige kirchliche Angelegenheiten zu regeln. Am nächsten Morgen war Josué sehr beunruhigt, dass sein Bruder so lange nichts von sich hören lassen ließ. Offenbar hatten sich beide gut verstanden und diese lange Funkstille zwischen den beiden schien etwas Ungewöhnliches zu sein. Der junge Mann versuchte daraufhin, Leo telefonisch zu erreichen, aber er ging nicht ans Telefon. Noch am selben Abend bestätigte sich Josués Verdacht, dass seinem Bruder etwas zugestoßen war. Unmittelbar danach erhielt er einen Anruf von Pater Francisco. Dem Priester zufolge war der junge Diakon nicht zum vereinbarten Treffen erschienen. All diese Umstände versetzten die Angehörigen des vermissten jungen Mannes in große Angst. Das ist nicht verwunderlich. Damals befand sich das Land wegen der zunehmenden Entführungen noch in einem Zustand der Unsicherheit. Die Jugendlichen und ihre Eltern waren sehr besorgt über die Situation. Mitte 2019 war die Zunahme der Fälle von körperlicher Gewalt im Land alarmierend. Zu diesem Zeitpunkt hätten die lokalen Behörden bereits rund 700 Fälle von Tötungsdelikten und etwa 30 Fälle von Entführungen zur Erpressung von Lösegeld registriert. Die ohnehin erschreckende Statistik wurde noch dadurch verschärft, dass in jüngster Zeit mehrere Morde an Jugendlichen die Öffentlichkeit schockierten. Einer dieser Fälle war der von Norberto Ronquillo. Diesem jungen Mann und Studenten wurde unter merkwürdigen und mysteriösen Umständen das Leben genommen. In dieser Atmosphäre der Ungewissheit beschloss Josué, zur Staatsanwaltschaft zu gehen und das Verschwinden seines Bruders anzuzeigen. Im Büro, das auf die Suche nach vermissten Personen spezialisiert ist, erklärte der junge Mann, dass sein Bruder nach den ihm vorliegenden Informationen in die Kirche gegangen sei, um Pater Francisco zu treffen.
Weder er noch andere Verwandte des Vermissten wüssten bisher, wo er sich genau aufhalte. Um die Suche nach Leo zu erleichtern, baten die Behörden seinen Bruder, mehr über seinen Weg zur Kirche zu erzählen. Es stellte sich heraus, dass der Weg, den der junge Mann am häufigsten benutzte, die Straße 3 war, die normalerweise aus der Gemeinde Tlapan herausführte und in die Straße mündete, die zur Kirche von Cristo Salvador führte. So wurde die Information über den regelmäßigen Weg des jungen Mannes zum Ausgangspunkt einer offiziellen Untersuchung. Am nächsten Morgen erhielt das Sekretariat für zivile Sicherheit einen Anruf, in dem ein verdächtiges Fahrzeug gemeldet wurde, das auf einer der Brachflächen der Stadt abgestellt worden war. Mehrere Streifenwagen trafen daraufhin am Ort des Geschehens ein. In dem Auto wurde die Leiche eines jungen Mannes gefunden, dessen äußere Merkmale nach ersten Erkenntnissen mit denen des zuvor vermissten Mannes übereinstimmten. Eine Stunde später trafen Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft und Gerichtsmediziner am Fundort ein. Diese stellten fest, dass der Körper des toten jungen Mannes verschiedene Spuren körperlicher Gewaltanwendung aufwies. Vorläufige Ergebnisse deuteten auf einen Erstickungstod hin. Die Identifizierung des Toten und die Durchführung der grundlegenden Untersuchungen stehen jedoch noch aus. Die gerichtsmedizinische Untersuchung, die am Abend desselben Tages durchgeführt wurde, ermöglichte schließlich die Identifizierung der im Fahrzeug gefundenen Leiche. Es handelte sich um den Diakon Leonardo. Er war erst 29 Jahre alt. Man hatte ihn getötet, indem man ihm so stark in den Nacken drückte, dass seine Lungen keinen Sauerstoff mehr bekamen. Mit all diesen Informationen kontaktierten die Behörden den Bruder des Toten und informierten ihn über den ungeheuerlichen Fund. Von diesem Moment an wurde der Fall Leonardo von der Sondereinheit für vermisste Personen an die Staatsanwaltschaft übergeben, die hauptsächlich in Mordfällen ermittelt. Es dauerte nicht lange, bis die Forderung nach Gerechtigkeit erfüllt wurde. Die Angehörigen des Opfers, seine Freunde sowie mehrere Studenten und Gemeindeorganisationen initiierten große Proteste im Zusammenhang mit den Morden und der zunehmenden Kriminalität im Land. Genau zu diesem Zeitpunkt verlor die Öffentlichkeit die Geduld. Innerhalb weniger Monate gab es in Mexiko so viele Morde, dass es so nicht mehr weitergehen konnte. Jugendliche aus allen möglichen Bildungseinrichtungen taten sich zusammen, um ein Video über die beispielslose Kriminalität in ihrem Land zu drehen. Ihr Werk wurde anschließend über alle verfügbaren sozialen Medien verbreitet. Mit diesem Video forderten sie die Behörden auf, ihre direkte Verantwortung wahrzunehmen. Mit anderen Worten, sie wollten, dass die Verbrechen schnellstmöglich aufgeklärt und die Täter hinter Gitter gebracht werden. Darüber hinaus drückten sie auf diese Weise ihren allgemeinen Wunsch aus, ohne Bedrohungen und Gefahren für ihr Leben zur Schule, zur Arbeit und zu verschiedenen Vergnügungsstätten gehen zu können. Nur wenige Tage nach dem Fund von Leos Leiche wurde er auf dem örtlichen Friedhof beigesetzt. Die Zeremonie fand in seiner Heimatkirche Cristo Salvador statt. Pater Francisco zelebrierte eine Totenmesse zu Ehren seines Diakons und gab anschließend mehrere öffentliche Erklärungen gegenüber den Medien ab. Zunächst erklärte der Priester, er sei sehr besorgt über Leonardos Tod und die Situation im Land. Er bedauerte zutiefst, dass Vorfälle wie Raubüberfälle und Verbrechen gegen das Leben immer häufiger und alltäglicher würden. Er zeigte sich überzeugt, dass die Strafverfolgungsbehörden mit Menschen aus der Religionsgemeinschaft zusammenarbeiten sollten. Er sei zuversichtlich, dass dieser Ansatz die gegenwärtige Situation verändern könne. Es ist bemerkenswert, dass der Priester trotz der schwierigen Umstände der letzten Tage, in denen er sich aufgrund des Verlustes eines geliebten Menschen befand, ganz normal wirkte. Seine Stimme war ruhig und gleichmäßig, während er sprach. Niemand konnte sich vorstellen, welche dunklen Geheimnisse sich hinter diesem nach außen hin sanften und charismatischen Geistlichen verbargen. Die Beweise gegen ihn waren erdrückend. Nur 3 Tage nach dem Abschiedsgottesdienst für Leo erließen die Behörden einen Haftbefehl gegen Pater Francisco. Nach den damals vorliegenden Informationen verfügte die Generalstaatsanwaltschaft des Landes über eine Reihe unwiderlegbarer Beweise, die auf eine Verwicklung des Heiligen Vaters hindeuteten. Aufgrund all dieser Beweise wurde der Priester kurz darauf verhaftet und in die Haftanstalt des Männergefängnisses Ost in Mexiko-Stadt gebracht.
Einer der wichtigsten Beweise dafür, dass Pater Francisco für den Tod des Diakons verantwortlich war, waren die Aufnahmen von Überwachungskameras, die in verschiedenen Teilen der Stadt installiert waren. Dank ihnen wurde bekannt, dass der Verstorbene den Verdächtigen am Tag seines Verschwindens nicht nur gesehen, sondern auch einige Zeit mit ihm verbracht hatte. Eine der auf dem Kirchengelände installierten Kameras zeichnete auf, wie der Verstorbene in Begleitung seines Freundes und Mentors Pater Francisco das Kirchengelände verließ. Dies geschah gegen 4:30 morgens am 12. Juni. Kurze Zeit später zeichneten andere Kameras, die an verschiedenen Abschnitten öffentlicher Straßen installiert waren, die Fahrt von Leos Lieferwagen auf. Es stellte sich heraus, dass das Fahrzeug des Diakons fast die ganze Zeit vom Auto des Heiligen Vaters verfolgt wurde. Etwas später wurden beide Fahrzeuge an der Stelle registriert, an der später die Leiche des jungen Mannes gefunden wurde. Dann schließlich zeichneten die Überwachungskameras den Moment auf, in dem der Wagen des Heiligen Vaters den Tatort verlässt. Dies deutet darauf hin, dass der Priester der Letzte war, der den toten Diakon lebend gesehen hat. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft des Landes wurde vor der Verhaftung von Pater Francisco eine allgemeine Warnung herausgegeben, um den Verdächtigen an der Ausreise zu hindern. Diese Maßnahme erwies sich als gerechtfertigt, da der Priester auf dem Weg zum Flughafen festgenommen wurde. Weitere Beweise, die den Behörden vorlagen, belasteten den Heiligen Vater zusätzlich des Mordes. Eines davon tauchte unmittelbar nach der Überprüfung der Mobiltelefone des Opfers und des Verdächtigen auf. Offenbar handelte es sich um eine Art Korrespondenz, deren Details die örtlichen Behörden aus welchen Gründen auch immer nicht bekannt geben wollen. Das zweite Beweisstück war die Tatsache, dass bei der Verhaftung des Heiligen Vaters in seinen persönlichen Sachen die Schlüssel zu Leonardos Auto gefunden wurden. Erstaunlicherweise leugnete der Priester trotz all dieser Beweise weiterhin, den Diakon an diesem Tag getroffen zu haben. Außerdem verwies er auf ein Telefongespräch mit Leos älterem Bruder, in dem dieser persönlich erklärt hatte, dass der junge Mann ihn nie besucht habe. Eine weitere merkwürdige Tatsache, dass trotz der Ermittlungen gegen den Heiligen Vater viele Gemeindemitglieder weiterhin an seine Unschuld glaubten und sich sogar bereit erklärten, seine Ehre zu verteidigen, wenn es die Situation erforderte. Im Allgemeinen reagierten sie sehr schnell und in gewissem Maße sogar aggressiv. Sie schlossen sich sofort zu mehreren Gruppen zusammen und organisierten Massenproteste gegen die Entscheidung der Behörden. Diese hätten einen schweren Fehler begangen und den Heiligen Vater fälschlicherweise eines Verbrechens beschuldigt, an dem er nicht beteiligt gewesen sei. Dieser vielbeachtete Fall wurde schnell zum Gegenstand verschiedener Diskussionen und Spekulationen, sowohl innerhalb der religiösen Gemeinschaft als auch im gesamten Informationsraum. Gerüchte über diese Art von Verbrechen waren natürlich nichts Ungewöhnliches. Darüber hinaus gelang es einigen Nachrichtenagenturen, auf merkwürdige Weise Zugang zu einigen der Bilder zu erhalten, die auf dem Tablet des toten jungen Mannes gefunden wurden. Sie waren alle sehr umstritten und zeigten, dass Pater Francisco sowohl mit dem Diakon selbst als auch mit anderen Geistlichen intime Beziehungen hatte. Aus diesem Grund waren sich die Behörden zunächst einig, dass das Tatmotiv Erpressung und Schutzgelderpressung durch Leonardo war. Aus irgendeinem Grund wurde diese Version jedoch von den Ermittlern nicht bestätigt und der Fall entwickelte sich in eine etwas andere Richtung. Außerdem reagierten die Angehörigen des Opfers eher ablehnend auf diese Hypothese. So konzentrierten sich die Ermittlungen auf die Version, dass der junge Mann tatsächlich Geld vom Heiligen Vater erpressen konnte. Nach Ansicht der Behörden lag dies jedoch nicht daran, dass Pater Francisco verschiedene intime Beziehungen zu anderen Geistlichen unterhielt, sondern allein daran, dass er nach Ansicht des Verstorbenen Gelder der Pfarrei für persönliche Zwecke verwendet hatte. Wie es das mexikanische Rechtssystem vorsieht, hatten die Ermittler schließlich 3 bis 24 Monate Zeit, um alle Beweise und Indizien zu sammeln, die ihre Hypothese stützen könnten. Nur so war eine endgültige Aufklärung möglich. Zu den wichtigsten Beweisen zählte für die Behörden die Tatsache, dass Leo als junger Mann aus einer einkommensschwachen Familie einen recht luxuriösen Lebensstil führte. Zumindest schienen seine Ausgaben ein Vielfaches dessen zu betragen, was er als einfacher Student und Diakon hätte verdienen können.
Es wird berichtet, dass der junge Mann außer der finanziellen Unterstützung durch seine eigene Mutter keine offizielle Einkommensquelle hatte. Und selbst diese war äußerst gering. Zudem war die Frau kurz vor dem Vorfall verstorben. Leo selbst war, wie bereits erwähnt, erst kürzlich durch das Land und die Welt gereist und hatte Orte wie Miami und Aspen besucht. Ein weiteres merkwürdiges Detail war, dass der junge Mann einen nagelneuen Lieferwagen besaß. Wie konnte man das Vorhandensein eines neuen und, was nicht unwichtig ist, teuren Fahrzeugs des neuesten Modells bei einer Person erklären, die eigentlich nirgendwo arbeitete? Außerdem besaß der junge Mann ein relativ modernes Telefon und andere teure Geräte. Doch damit nicht genug. Wenige Tage vor seinem Tod mietete Leonardo ein geräumiges Haus und lud sogar seine Verwandten ein, es zu besichtigen, wobei er ein Treffen für den 14. Juni 2019 festlegte. Wie Sie wissen, hat dieses Treffen nie stattgefunden. Jedenfalls wurde bei der Durchsuchung der Wohnung des jungen Mannes eine größere Summe Bargeld gefunden. Auch auf seinen Konten befand sich Geld. Fast alle Überweisungen kamen direkt von Pater Francisco. Je mehr Details ans Licht kamen, desto deutlicher wurde, dass der Priester nicht nur in den Überfall auf den jungen Mann, sondern auch in andere dunkle Taten verwickelt war. Gleichzeitig behauptete er selbst hartnäckig, für keinen der Taten verantwortlich zu sein. Mit anderen Worten, er hat während der Ermittlungen keine substanziell neue Informationen geliefert, sondern nur wiederholt, dass er zu Unrecht verhaftet worden sei. Ähnlich äußerten sich seine hochrangigen Ordenskollegen. Pater Hugo Valdemar, ehemaliger Sprecher der Erzdiözese Mexiko, wandte sich an die Medien und verurteilte das Vorgehen der Behörden. Außerdem warf er ihnen vor, Beweise manipuliert zu haben. Seiner Meinung nach hätten die Behörden alles tun müssen, um einen so angesehenen Priester zu entlasten, anstatt ihn zu beschuldigen. Auch die qualifizierten Anwälte des Heiligen Vaters beteuerten die völlige Unschuld ihres Mandanten und stellten die gesamte Untersuchung in Frage. Sie sind der Meinung, dass eine Reihe von Videoaufnahmen, die ihrem Mandanten in Begleitung des Opfers am Tatort zeigen, ihn in keiner Weise mit dem Angriff in Verbindung bringen. Sowohl die Kirche als auch die Öffentlichkeit veränderte ihr Verhalten zunächst nicht. Die verschiedenen Unterstützungs- und Solidaritätsbekundungen der Bevölkerung von Miguel Hidalgo für Pater Francisco rissen bis zum letzten Moment nicht ab. Die Indizien und Beweise, die den Behörden im Überfluss vorlagen, schienen sie überhaupt nicht zu interessieren. Mit anderen Worten, sie beharrten auf ihrer Position, die sie eingenommen hatten, als sie von der Verhaftung des Priesters erfuhren. Ein großer Teil der Gemeinde machte die gesamte Justiz für eine weitere abscheuliche Tat verantwortlich. Bemerkenswert ist, dass sich die verschiedenen Geistlichen wie auch die einfachen Menschen nicht auf Gebete und Demonstrationen innerhalb der Kirche beschränken. Sie trugen ihren Unmut weit über die Grenzen ihrer Gemeinde hinaus. Ihre einzige Forderung war die Freilassung von Pater Francisco. Tag für Tag stellten sie verschiedene Transparente, Leinwände und andere Strukturen auf, um die Unschuld ihres Mentors zu beteuern. Während der Demonstrationen für die Freilassung des religiösen Führers prangerten die Gemeindemitglieder auch lautstark die Gräueltaten an, die ihrer Meinung nach von verschiedenen Nachrichtenagenturen begangen wurden. Sie bezichtigten sämtliche Medien einer Verschwörung gegen die Kirche. Sie hätten absichtlich falsche Tatsachen über den Fall verbreitet, um ihn zu provozieren. Einige versprachen sogar, den Journalisten, die an der Verbreitung der Lügen beteiligt waren, in irgendeiner Form Schaden zuzufügen. Zumindest versprachen sie, sie aus der Gemeinschaft zu vertreiben. Die erste Verhandlung in diesem Fall fand erst Anfang Dezember 2020 statt. Sie fand in den Räumlichkeiten des Gefängnisses statt, in dem Pater Franziskus die ganze Zeit über inhaftiert war. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung legten verschiedene Daten vor, die anschließend analysiert wurden. Die einzige Person, die die Familie des verstorbenen Diakons vertrat, war sein Bruder. Er erschien als einer der Hauptzeugen vor Gericht. Die anderen Zeugen waren in der Regel Nachbarn des Angeklagten oder Geschäftsleute aus der Umgebung der Gemeinde. Ihre Aussagen hatten eher informativen Charakter über die Identität von Pater Francisco. Keiner von ihnen hob negative Aspekte des Mannes hervor. Allerdings gab es auch einige, die nach all dem, was geschehen war, nicht mehr in die Kirche gingen.
Im April 2021 befand das Gericht nach sorgfältiger Prüfung aller vorgelegten Beweise Pater Francisco Javier Bautista Avalos des Mordes an einem jungen Mann namens Hugo Leonardo Avendaño Chávez für schuldig. Die Entscheidung, den Priester zu verurteilen, wurde kollegial getroffen und stützte sich ausschließlich auf die von den Strafverfolgungsbehörden gesammelten Beweise. Pater Francisco wurde zu 27 Jahren und 6 Monaten Zuchthaus verurteilt. Außerdem wurde er dazu verurteilt, den Angehörigen des verstorbenen jungen Mannes mehr als 400.000 Pesos als Entschädigung zu zahlen. Dieser Betrag entsprach damals 25.000 US-Dollar. Bei der Anhörung wurde auch erklärt, dass der Priester das Gefängnis nicht vor Ablauf der gesetzlichen Frist verlassen dürfe. Diese Maßnahmen hingen vor allem mit der Schwere des Verbrechens zusammen, das der Verurteilte begangen hatte. Die Anwälte des Mannes beeilten sich, ihren Kollegen zu versichern, dass sie auf jeden Fall gegen die Entscheidung des Gerichts Berufung einlegen würden. Sie meinten, sie hätten eine ganze Reihe von Argumenten für ihren Mandanten und würden daher einen weiteren Versuch unternehmen, seine Unschuld zu verteidigen. Wenige Tage nach der Urteilsverkündung erschienen auf der offiziellen Seite des Priesters in einem der sozialen Netzwerke eine Reihe von Beiträgen, die seinen Anhängern und einfach nicht gleichgültigen Menschen gewidmet waren, die ihre Unterstützung für ihn zum Ausdruck brachten. Nach Angaben des Heiligen Vaters werden in den kommenden Tagen verschiedene Schritte unternommen, um die Entscheidung des Gerichts anzufechten. Es ist erwähnenswert, dass Pater Francisco vom ersten Tag an bis heute an der gleichen Version seiner Unschuld festgehalten hat. Seiner Aussage zufolge war er an dem Tag zu Hause, als jemand dem jungen Diakon das Leben nahm. Leider gab es niemanden, der diese Aussage bestätigen konnte. Darüber hinaus erklärte der Mann mehrfach, dass ihm der Tod von Leo leid tue, er aber nicht für das verantwortlich sei, was ihm widerfahren sei. Verschiedene Indizien, wie zum Beispiel Videoaufnahmen und die Geolokalisierung des Telefons des Priesters, deuteten jedoch auf das Gegenteil hin. Für viele Gläubige sind religiöse Persönlichkeiten die Menschen, durch die man direkt mit Gott sprechen kann. Doch in manchen Fällen tun diese Menschen nicht nur nichts Gutes, sondern verursachen auch universelles Leid. Dieser Fall ist ein weiteres tragisches Beispiel dafür, wie anfällig Menschen für Versuchungen sein können, unabhängig von ihrem sozialen oder religiösen Status. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch einen Like. Über ein Abo würden wir uns auch sehr freuen. Bis zum nächsten Mal im nächsten Video.